Herzlich willkommen bei Pallas Capital. Wir sprechen heute darüber, wie man schnell und einfach seine Steuern auf seine Kryptogewinne berechnen kann. Und ich freue mich sehr, dass wir Florian Wimmer von Blockbit bei uns zu Gast haben. Hallo Florian. Hallo Florian, freut mich hier zu sein. Ich habe so den Eindruck, dass die Krypto-Community die letzten Jahre das Thema Steuern nicht so ernst genommen hat. Ist das der Grund, warum ihr ein Tool für die Steuerberechnung gebaut habt? Ja, nicht, warum sie es nicht ernst genommen haben, aber weil das Problem einfach da ist und weil es in den kommenden Jahren definitiv sehr, sehr ernst zu nehmen sein wird. Und wir haben ja doch mehrere Jahre Verjährungsfrist darauf. Das heißt, der Crypto-Trader kämpft ja eigentlich schon mit den regulatorischen Möglichkeiten in 10 Jahren. Und wir wissen ganz genau, was möglich ist mit Datenanalyse, Blockchain transparent, Börsen reguliert. Da wird man sich natürlich das Stück vom Kuchen der Steuer nicht entgehen lassen. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, dass es ja die Steuerthematik schon gegeben hat. Das heißt, Kryptogewinne waren ja eigentlich immer steuerpflichtig, wenn man sie schnell hin und her tradet. Und vor allen Dingen musste man sie der Einkommensteuer zurechnen. Das wussten die wenigsten. Warum haben die das nicht gewusst oder ernst genommen? Weil wir, glaube ich, in Europa da ziemlich verwöhnt sind. Ja. Man hat eigentlich überall automatische Steuerabfuhr, ja. Sei es jetzt der Mehrwertsteuer, sei es die Lohnsteuer, sei es Kapitalertragsteuer. Alles passiert automatisiert. Wenn ich jetzt nicht selbstständig bin, mache ich eigentlich nie eine Steuererklärung. Und da bin ich es einfach nicht gewohnt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es am Anfang selbst auch gar nicht wahrgenommen. Ich bin seit 2015 im Space und eigentlich erst 2017 dann realisiert, dass hier eigentlich das Ganze steuerpflichtig ist und dass ich Aktion machen muss. Und ich glaube, dass das bei vielen einfach noch gar nicht angekommen ist, also gar nicht irgendwie absichtlich jetzt hier hinterzogen wird, sondern einfach noch viel, viel Wissen und Aufklärung fehlt. Du bist ja sozusagen self-made, hast im Keller begonnen zu meinen, hast dich dann langsam hochgearbeitet. Wie waren so deine ersten Schritte in der Kryptowelt? Ja, also bin 2015 da reingestolpert in das Thema. Ich bin eigentlich Programmierer, das heißt, ich habe immer schon technisches Interesse gehabt, Blockchain-Technologie ultra spannend. Aber natürlich auch mit dem Gedanke dahinter investieren, Freiheit eigentlich als Investor. Und damals war das Thema Mining extrem populär. Ich habe dann wirklich auch angefangen, Miner wirklich zu betreiben. Das war so der erste Schritt rein. Und so dieser Kaninchenbau, wenn man da mal einfängt, dann ist man sofort ganz, ganz tief unten. Und habe dann Ethereum kam dann raus. Ja, dann habe ich auch quasi den ersten Tausch gemacht zwischen Bitcoin und Ethereum und dann ging's los, ja, ICO-Hype in 2017, dann ist alles eskaliert, ich habe mich dann auf vielen verschiedenen Börsen angemeldet, weil da gab's das Asset nicht, das ich wollte, dann da wieder nicht, alles Mögliche ausprobiert, investiert, viel gewonnen, viel verloren und am Ende eben dann genau mit der Problematik dagestanden, tausende Transaktionen in hunderten von Assets auf, ich glaube, über 20 Börsen, Offline-Wallets und so weiter, einfach nicht mehr irgendwie zusammenfassbar. Und wie kann man sich dann das vorstellen, dass du dann eine Steuer berechnest? Hast du so eine Excel-Liste genommen, das alles eingetragen oder wie? Das war der erste Ansatz, ja, beziehungsweise auch zu Steuerberatern gegangen, war natürlich damals, ja, hatte keiner irgendwie eine Ahnung und habe dann gesehen, also so Excel und manuell, das ist einfach, ja, also du hast Human Error sozusagen und man kommt nicht weit. Und das war eigentlich dann auch so die Idee, als Softwareentwickler brauchst du eigentlich eine Softwarelösung, die das Ganze macht, die Daten vollautomatisiert einlässt. Blockchain ist ja super transparent, kann ich einfach quasi über den öffentlichen Schlüssel alle Daten einlesen. Die Börsen haben auch teilweise Anbindungen und ich wollte einfach ein Tool bauen für mich, ja, um das Ganze irgendwie zu sammeln und für die Steuererklärung aufzubereiten. Und das war eigentlich so dann dieser Startfunke, der dann eigentlich zur Unternehmensgründung geführt hat, weil alle meine Freunde, die auch in Krypto drin waren, so gesagt haben, ich brauche das auch, ja, ich brauche das auch. Und dann dachte ich, okay, vielleicht kann ich ja Geld dafür verlangen, wenn ich schon allen gebe. Wir machen hier keine Steuerberatung, aber vielleicht könntest du erzählen, was du gemacht hast, dass du draufgekommen bist, ja, ich muss Steuern zahlen. Na, erstmal wirklich gekämpft, wochenlang, eigentlich monatelang, das Ganze aufzubereiten. Das war natürlich 2 Jahre, was davor passiert ist. Also und Dokumentation dann auch das Ganze, ist einmal ein erster wichtiger Dokumentation, Schritt. Dokumentation, erster wichtiger Schritt, sonst weiß ich ja gar nicht, was ich eigentlich schulde. Also genau. Ich muss einmal wissen, was habe ich denn an Gewinnen überhaupt realisiert. Und dann muss ich natürlich meine Steuererklärung machen. Und da habe ich natürlich bestimmte Deadlines. Und die hatte ich tatsächlich damals schon überschritten, zumindest für die ersten Jahre und musste dann eigentlich eine Selbstanzeige, also Offenlegung machen, beim Finanzamt eben dann quasi diesen Bericht einreichen, zu sagen, das habe ich damals verdient. Im Endeffekt bin ich mit einer Nachzahlung davongekommen. Das heißt, man deklariert einfach, um den Zusehern das zu erklären, was man in den vergangenen Jahren verdient hat, ja, genau. Und sagt, okay, ich lege das offen. Und ich bin bereit, die Steuer nachzuzahlen sozusagen. Ja? Genau, also da kommt dann jedes Finanzamt auf einen zu und sagt, das wäre jetzt nachzuzahlen. Damals 2017 war es noch nicht so, die haben sich auch nicht ausgekannt, die waren froh, dass man es überhaupt erklärt hat. Jetzt sieht es schon anders aus, jetzt würde ich auf jeden Fall raten, das mal offen zu legen. Jetzt haben wir die neue Steuerreform, das heißt, jetzt wird hier wirklich ganz, ganz streng dann auch drauf geschaut. Und es ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach zu sagen, das ist der Betrag und das mache ich, sondern da gibt es verschiedenste Steuerklassen, das ist ja schon gesagt, Einkommensteuer,
Aber es kann ja auch sein, dass es sonstige Erträge sind. Jetzt haben wir ganz, ganz groß Decentralized Finance, Staking, Mining, diese ganzen Thematiken. Alles fällt in ein bisschen verschiedene Steuerkategorien. Das teilt sich schön auf, schön kompliziert. Aber genauso muss ich dann eigentlich in der Einkommensteuererklärung abgeben. Wie lange hat es dann gedauert, dass ihr dieses Tool fertig hattet, also von der Idee bis zum fertigen Tool? Also fertig ist es nie. Ja. Also der Markt entwickelt sich schneller, als man eigentlich aufholen kann. Aber so market ready, sage ich mal, waren wir dann eigentlich innerhalb von 3 Monaten, mal mit dem MVP, wie man so schön sagt, also Minimum Viable Product, rausgegangen, damals auch noch kostenfrei. Wir haben uns noch nicht getraut, dann für so eine Beta-Version sozusagen Geld zu verdienen. Wirklich dann an den Markt gegangen sind wir Anfang 2019, wo es dann eben auch den ersten Umsatz generiert hat. Wie kann ich mir denn als User das vorstellen? Ich bin zum Beispiel auch Bitpanda-Kunde, habe dort meine Coins unter anderem liegen. Wie kann ich mir das vorstellen, dass ich dieses Tool, also mit dem Bitpanda-Konto zum Beispiel dann verknüpfe? Ist das einfach, ist das komplex? Muss ich das zuerst runterladen, verknüpfen? Es ist so einfach, wie es geht und das ist auch unser Anspruch. Ja. Also man soll kein Steuerberater sein oder ein Tech-Geek, um das bedienen zu können. Im Endeffekt ist es so, Bitpanda bietet Schnittstellen an, mit denen ich die Daten auslesen kann. Das nennt sich einen sogenannten API-Schlüssel. Da gehe ich auf Bitpanda, gehe auf Einstellungen, API-Schlüssel und sage Schlüssel generieren und sage nur reiner Lesezugriff. Und diesen Schlüssel, den gibt man dann, den kopiert man und fügt bei Blockbit ein. Da mache ich meinen Account und sage Bitpanda verknüpfen, gebe den Schlüssel ein und dann habe ich diese Schnittstelle hergestellt. Und die holt mir alle vergangenen Daten, aber auch in Echtzeit alle zukünftigen Daten raus. Das heißt, wenn ich das einmal eingerichtet habe, habe ich eigentlich quasi diese Schnittstelle und auch immer in Echtzeit eigentlich den Steuerreport. Jetzt werden dann viele sagen, das ist ja doppelt unsicher. Bitpanda ist vielleicht sogar unsicher und jetzt dann auch noch euer Tool, habe ich die Daten hier und dort. Wie ist es mit Sicherheit? Also grundsätzlich haben wir natürlich keinen Zugriff auf irgendwelche Funds. Ja. Es ist wirklich rein die Transaktionsdaten, die sind voll verschlüsselt. Wir haben natürlich als Finanzdienstleister gewisse Auflagen, Datensicherheit, auch natürlich GDPR-Compliance, also DSGVO. Und wir speichern das Ganze tatsächlich nicht mal auf öffentlichen Clouds, weil gibt es ja auch immer wieder verschiedenste Problematiken, sondern wir haben da dedizierte private Clouds, dreifache Verschlüsselung, Redundanz, also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Und das Spannende ist auch, man kann das bei uns komplett anonym machen. Also wir wissen nicht mal, welche Person ist dahinter. Mhm. Wir kriegen nur die Transaktionsdaten rein, berechnen die Steuerlast darauf. Das heißt, selbst wenn das Finanzamt mal kommen würde zu uns und sagt, wir wollen die Daten, ihr müsst die rausgeben, Gerichtsbeschluss, kann man die nicht mehr zuordnen, welche Person das ist, wenn ich mich jetzt nicht anmelde mit Vorname.Nachname@firma.at. Das könnte nur die Krypto-Plattform dann machen, wenn das Finanzamt dorthin kommt, oder? Da müssten die wahrscheinlich die Konten öffnen, wie eine normale Bank. Die müssen das tatsächlich machen und das ist auch eigentlich eines der großen, großen Thematiken, die uns jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren treffen wird, die sogenannte DAC-8-Richtlinie. Das heißt eigentlich, dass all diese Kryptobörsen, die reguliert sind, den Daten der Nutzer an die Finanzbehörden übermitteln müssen. Und zwar nicht nur jetzt in Österreich, sondern EU-weit. Das heißt, auf Anfrage oder automatisch? Vollautomatisiert. Mhm. Auf Anfrage müssten sie es jetzt schon, ja, braucht es natürlich einen Gerichtsbeschluss, dass sie das rausrücken müssen, aber das wird jetzt einfach vollautomatisiert. Das heißt, ich muss damit rechnen, dass jede Börse, die irgendwo in einem EU-Land eine Lizenz hat, auch wenn das jetzt Coinbase oder so ist, die eigentlich in Amerika sind, die hier eine Lizenz haben müssen, an die österreichischen oder deutschen, je nachdem, wo ich sitze, Behörden, die Daten übermitteln. Wir haben darüber schon gesprochen, dass die Steuern und die Gesetze und die Regulierungen immer stärker werden und immer umfassender. Ihr müsst ja auch in eurer App sozusagen diese aktuellen Gesetze irgendwie einspielen. Wie funktioniert das? Ist das komplex? Arbeitet ihr dann mit dem Gesetzgeber zusammen, mit Steuerberatern, mit Rechtsanwälten? Allen, die du gerade genannt hast, ja, ist definitiv ein komplexer Prozess. Mhm. Es gilt eigentlich quasi wirklich Gesetz in Code umzuwandeln und das ist erstens einmal natürlich im stetigen Wandel. Also gerade jetzt in Österreich mit der Steuerreform ändert sich da einiges grundlegend, aber natürlich auch pro Land komplett unterschiedlich. Und wie ich schon gesagt habe, es ist ein EU-weites Thema zumindest jetzt mal, was diesen ganzen Datenaustausch anbelangt. Aber es ist auch ein länderspezifisches Thema und wir arbeiten da großteils wirklich mit Big Four Wirtschaftsprüfungskanzleien zusammen, also KPMG, PwC, man kennt sie, um einfach maximale Rechtssicherheit zu gewährleisten, um auch immer eigentlich von Anfang an zu wissen, ist etwas im Raum, was sich irgendwie auswirken könnte auf das Ganze. Wir sind tatsächlich auch vertreten in Brüssel bei der EU-Kommission, wir arbeiten sogar mit an der Gesetzgebung, also wir geben hier Input über verschiedenste Organisationen, auch mit eigentlich diesem Praxis-Know-how, das wir haben, was macht denn überhaupt Sinn? Blockchain-Technologie ist das eine, was man da macht. Und dann gibt es einen Regulator, der versteht das Gesetz. Irgendwie muss man das auch kompatibel machen. Und da sind eigentlich Unternehmen wie wir auch im Expertenbeirat, um dann Input zu geben. Wie sieht es mit einem Geschäftsmodell aus? Muss der User einmalig zahlen oder jedes Monat? Ist das ein Abo-Modell? Wie kann man das kurz beschreiben? Grundsätzlich haben wir so ein Zahl einmal für das Steuerjahr. Eigentlich geht es los bei gratis. Also Kunden, die jetzt nicht extrem aktiv sind,
können das Ganze wirklich vollständig frei nutzen. Es gibt bis zu 25 Transaktionen im Jahr, habe ich meine Steuerreport so. Wenn ich über diesen 25 Transaktionen bin, dann geht es los mit verschiedenen Preismodellen. Das ist dann je nachdem, wie intensive Features will ich, wie viele Transaktionen habe ich. Geht los bei 49 Euro im Jahr, geht rauf bis zu 600 Euro im Jahr. Für Leute, die halt wirklich täglich Tausende von Trades machen, eventuell mit irgendwelchen Bots arbeiten, die brauchen dann diese oberste Variante. Ich sage mal, der Durchschnittsnutzer pendelt sich irgendwo ein bei den 200 Euro. Wie sieht es mit der Konkurrenz aus, zum Beispiel Cointracking und so weiter? Ja, spannend. Also in Europa tatsächlich gar nicht so viel Konkurrenz. Gibt es drei, vier Anbieter. Cointracking waren die ersten. Ja. Ich habe es damals eigentlich sogar probiert, vor der Gründung mit denen für mich zu machen. Habe es nicht geschafft. Ich schaffe es auch heute noch nicht. Da ist einfach sehr viel, was mir fehlt, einfach an Rechtssicherheit. Sie haben eine große Nutzerbasis, sie haben sehr viele Features, aber eigentlich dieser Steuerreport, und da ist mir ganz, ganz wichtig, dass es einfach geht und dass es rechtssicher ist. Und beides habe ich bei Cointracking nie bekommen, sonst hätte ich das wahrscheinlich genutzt und nie eine Firma gegründet. Und das ist, glaube ich, auch so dieser USP, der uns da abhebt. Ihr bietet ja, glaube ich, nicht nur Lösungen an für die Steuerberechnung, sondern auch in Richtung Compliance, was ja für Plattformen, Banken etc. sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe gelesen bei euch dieses Know Your Transaction. Das heißt, man kann nachvollziehen, woher das Geld kommt anscheinend und woher sozusagen wie die Coins dann getauscht wurden. Wird das mehr und mehr ein Thema auch in der Regulatorik? Das ist schon ein Krisenthema. Das ist tatsächlich schon ein Gesetz, das es schon gibt, während wir in der Steuer eigentlich noch warten, dass die Gesetze kommen. Das ist auch tatsächlich für einen Crypto-Trader sehr, sehr relevant. Ich kenne es persönlich. Man hat Gewinne gemacht, will eigentlich aber auch was leben, ja, will das auf sein Bankkonto auscashen und die Bank sagt, halt, stopp, wo kommt das her? Compliance-Prüfung, Anti-Geldwäsche-Prüfung, Mittelherkunftsnachweis. Und das ist ein Riesenthema, wo wirklich dann mal sein kann, dass das Geld für ein halbes Jahr gesperrt ist, bis ich das erbracht habe mit Screenshots von Börsen und Plausibilitätschecks. Das wollen wir auch wirklich anbieten, eigentlich für alle Beteiligten im Ökosystem. Das heißt, ich habe dann eigentlich kein Problem mehr, weil ich einen Beweis habe, wo kommt das her, ist das sauber, wie habe ich mein Geld verdient. Die Bank kann das annehmen, hat die Dokumentation, die ist wirklich auch prüfungssicher und das ist wieder ein großes Thema. Ich glaube auch, wenn man dann wirklich mal sagt, es kommt zum Bitcoin-Zahlungsverkehr zum Beispiel, ich kaufe mir ein Auto, ein Haus mit Bitcoin, dann will ich natürlich auch wissen, als Verkäufer dieser Immobilie, sind diese Bitcoins, die ich bekomme, eh nicht irgendwas im Darknet. Ja? Sonst sitze ich auf den Coins und kann sie nie wieder auscashen. Riesenproblem in dem Over-the-Counter-Market, wo man so direkt transaktiert. Da braucht es eine Geldwäscheprüfung für beide Beteiligten. Die Krypto-Gegner sagen ja immer, das Krypto-Netzwerk ist so schmutzig, weil es jetzt von sehr vielen Kriminellen genutzt. Ja? Da gibt es aber die Statistiken, die sagen, dass sehr viele Kriminelle vor allen Dingen den Dollar nutzen, ja? Vor allen Dingen für weltweite Transaktionen, die nicht ans Licht kommen sollen. Wie siehst du das? Ist das Krypto- und Bitcoin-Netzwerk relativ sicher oder wird es immer sicherer? Es ist eigentlich die Lösung für Geldwäsche. Es ist ein komplett transparenter Ledger. Ich kann wirklich nachvollziehen, wo geht was, wann hin. Ich weiß halt nicht, wer steckt hinter der Adresse, aber ich habe extrem viel mehr Transparenz als wie bei Fiat-Geld. Also Bargeld ist einfach nicht nachvollziehbar. Ist einfach so. Ja. Und wenn ich es richtig nutze, dann ist es die Lösung. Es gibt natürlich auch schwarze Schafe, sage ich mal, die genau für solche Sachen eigentlich ausgelegt sind, das nicht nachverfolgbar zu machen. Die sind auch großteils eigentlich verboten im regulierten Betrieb. Also Monero zum Beispiel wäre das so eine Währung, die darf auf den meisten Börsen gar nicht gehandelt werden. Also grundsätzlich Blockchain-Technologie ist eigentlich genau eine Lösung für das Problem, dass eigentlich die Gegner sagen, dass es verursacht. Wie ist die Zukunft eures Unternehmens in den nächsten 5 Jahren? Exit getrieben, Wachstum getrieben? Wachstumsgetrieben auf jeden Fall mal. Ja, also bei uns ist wirklich eigentlich so dieses Jahr auch alle Zeichen auf Wachstum. Wir haben eine super Finanzierungsrunde bekommen letztes Jahr. Wir haben auch ein tolles Jahr gehabt natürlich mit dem Kryptoboom. Das geht natürlich auch jetzt weiter, weil die Steuern werden auch dieses Jahr nicht wegfallen. Das heißt, bei uns geht es wirklich viele Länder, Europa-Fokus, aber wir schauen auch schon ein bisschen in den Osten, Asien, sehr, sehr spannende Märkte. Exit im klassischen Sinne wäre jetzt gar nicht so auf unserer Agenda. Wir wollen da trotzdem auch der Krypto-Schiene treu bleiben. Wir haben letztes Jahr in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und haben unsere Aktien auf die Blockchain gebracht. Das heißt, man kann tatsächlich mit einem Token rechtsgültig unsere Aktien, die im Firmenbuch so eingetragen sind, handeln. Und das wollen wir eigentlich mittelfristig, sage ich mal, auch auf eine Börse bringen. Das heißt, der Exit in dem Fall wäre quasi ein IPO. Vielleicht nicht im klassischen Sinne, sondern eigentlich ein bisschen so in dem Krypto-Sinne, aber trotzdem mit einem voll regulierten Aktienpapier. Jetzt hast du vom Krypto-Boom gesprochen, das heißt, wir sehen auch, dass mehr und mehr Anleger, auch institutionelle Anleger in dem Space investieren.
Die Preise spiegeln das leider nicht wider. Wir haben jetzt ein bisschen so eine Art Kryptowinter an der Börse. Viele Leute haben Sorge, dass die Preise nicht mehr steigen, dass es jetzt weiter nach unten geht. Wie ist da deine persönliche Meinung dazu? Ja, ich bin seit 2015 dabei. Ich habe das schon viele, viele Male erlebt. Wir haben jetzt natürlich extrem viele öffentliche News, die eigentlich alles drücken, also nicht nur Krypto. Das ist einfach eine Inflation, Risk-off-Mentalität gerade. Ukraine-Krise und so weiter, ja. Genau so ist es. Ich muss mal sagen, also Krypto-Winter würde ich jetzt noch nicht sagen. Das heißt schon wirklich, es dauert lange an. Wir sind jetzt in einem Bärenmarkt, kann man so sagen. Der kann natürlich kurz sein, der kann aber auch wirklich lange. Und dann ist das der Winter. Persönlich schaue ich gar nicht mehr so oft auf die Preise. Ich sehe, was wird da entwickelt, was bildet sich hier. Gerade der Bereich Decentralized Finance, NFTs und Gaming, riesige Welten, Nutzer strömen jeden Tag rein, das Volumen wird größer, es sind Milliarden darin gesperrt, es wird wirklich schon genutzt. Es ist ganz anders als 2017, wo es eigentlich alles Ideen waren, aber nicht wirklich in der echten Welt angekommen sind. Also langfristig und auch mittelfristig bin ich extrem positiv gestimmt, wie sich der Markt genau bewegt. Habe ich mal probiert, das zu timen, ist keine gute Idee. Er sagt, da gibt es einen Spruch so, Time in the market beats time in the market. Also fundamental wird es die Welt verändern, davon bin ich überzeugt. Man soll natürlich aufpassen, breit zu streuen, breit zu investieren, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sich auch nicht zu viel von Gefühlen lenken zu lassen. Aber grundsätzlich bin ich auf jeden Fall sehr, sehr positiv gestimmt. Du bist jetzt schon sehr lange und auch sozusagen Vollblut in diesem Krypto-Space drinnen. Hast du überhaupt noch Interesse, andere Sachen zu kaufen und in anderen Sachen zu investieren? Eine langweilige Vorsorgewohnung, eine Amazon-Aktie, eine Verbund-Aktie? Ist das überhaupt auf deinem Radar? Tatsächlich nein. Wohnung ja für den Eigenbedarf. Also bevor ich eine Wohnung miete, kaufe ich lieber eine und zahle dann den Kredit zurück. Ja, das ist einfach aktuell mit ja, in unserer Politik, Zinspolitik einfach eine attraktive Anlageform. Diese, ich sag mal, weniger risikoreichen Anlageformen sind für mich tatsächlich nicht so spannend. Hängt auch wahrscheinlich mit meinem aktuellen Lebenszyklus zusammen. Ich habe jetzt keine Familie, keine Kinder, wo ich sage, jetzt muss ich wirklich schauen, dass ich mich hier sehr, sehr risikoarm über Wasser halte. Ich habe mein Unternehmen, das ist eigentlich mein Investment Asset Nummer eins, das ist auch das langfristigste, das ich am meisten beeinflussen kann. Da Generierung von geht viel rein. Firmenwert, ja. Genau, also das auf jeden Fall. Aktien habe ich tatsächlich keine. Das ist alles in Krypto, wobei es auch in Krypto schon synthetische Aktien gibt, die man dort handeln kann. Stimmt, ja. Das tue ich dann auch wieder teilweise. Florian, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Gratulation, was ihr aufgebaut habt. Viel Erfolg weiterhin und ich freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen. Danke, ebenso. Liebe Zuseher, es gibt ein Sprichwort: Wer viel Steuern zahlt, hat auch viel verdient. Wir werden Ihnen gerne das Tool zur Berechnung der Steuer unten verlinken. Wenn Ihnen das Video einen Wert gestiftet hat, freuen wir uns wie immer auf ein Like und ich freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen bei unserer nächsten Folge.